Kommen wir noch einmal zu dem Standbild in Daniel 2. Hier werden wir ein weiteres Mal etwas Erstaunliches finden. Für alle Metalle wird jeweils ein Weltreich zugeordnet. Das Haupt des Standbildes ist aus Gold und steht für Babylon. Babylon ist Geschichte. Die silberne Brust und die beiden Arme stehen für Medo-Persien. Auch Medo-Persien ist Geschichte. Der Bauch und die Seiten aus Bronze stehen für Alexander den Großen. Auch er ist Geschichte. Die eisernen Schenkel des Standbildes stehen für die Diadochen. Auch sie sind bereits Geschichte. Aus heutiger Sicht sind allein die beiden Füße und die 10 Zehen noch zukünftig. Sie bestehen aus Eisen mit Ton gemischt. Und hier wird die Sache interessant, denn die große Frage ist die, was ist Eisen und was ist Ton? Bei genauerer Betrachtung erwähnt das Traumbild in Daniel 2 die folgenden Materialien: Gold, Silber, Bronze, Eisen, Ton. Im gesamten Traum kommt zudem noch ein Berg, andere übersetzen ein Gebirge, und ein Stein, andere übersetzen ein Fels vor, der von diesem Berg herabgerissen wird. Neben einer Bedeutung für den Ton müssen wir also auch eine Bedeutung für den Felsen und für den Berg finden. Auffällig ist, dass der Berg, der Fels und der Ton nicht aus Metall sind, aber der Reihe nach. Oben haben wir bereits gesehen, dass die Bibel für die Endzeit, ausgehend von Alexander und den Diadochen, eine griechische Linie zeigt. Der Fels, der vom Berg herabgerissen wird und diese beiden Füße trifft, ist Christus. Das bedeutet also, dass diese beiden Füße zur Zeit der Wiederkunft Christi herrschen werden. Wenn also die beiden Füße für zwei Reiche in der Endzeit stehen und ihr Material Eisen ist, dann können sie nur von den Diadochen abstammen. Weil Daniel in Daniel 11 in aller Ausführlichkeit die Seleukiden und die Ptolemäer beschreibt, können mit den beiden Füßen nur die Seleukiden und die Ptolemäer gemeint sein. Folgerichtig werden die Füße, die Neoseleukiden und die Neoptolemäer, und die Zehen, die Neodekapolis, als Eisen beschrieben. Aber sie sind nicht allein aus Eisen, sondern sie sind aus Eisen mit Ton gemischt. Wofür aber steht der Ton? Meines Wissens hat sich hierzu bislang kein Ausleger geäußert. Es wird lediglich gesagt, dass dieses Reich zum Teil ein schwaches und zum Teil ein starkes Reich ist, weil das Eisen mit dem Ton vermischt ist und beide Materialien nicht aneinander halten, wie Daniel das ja auch beschreibt. Aber zum Ton selbst wurde bislang keine Aussage gemacht. Dennoch wird allen Materialien im Standbild ein politisches Reich zugeordnet. Dies ist beim Ton nicht anders. Der Stein, der das Standbild an seine Füße schlägt, ist unbestritten Jesus Christus, der alle Weltreiche zerstört und sein herrliches ewiges Reich aufrichtet. Dieser Stein wird nicht vom Himmel, sondern von einem Berg herabgerissen. Oben haben wir gesehen, dass Israel sich in der Endzeit, und zwar noch vor Beginn der 70. Jahrwoche und damit vor Beginn der Wiedergeburt Jerusalems, teilt. Wir haben gesehen, dass Nordisrael sich in den Bund mit dem Antichristen begibt. Das wird hier im Standbild so gezeigt, dass sich Eisen und Ton vermischen. Die Bedeutung ist nämlich wie folgt: Der Berg ist Gott, der Fels ist Christus und der Ton ist Israel. Der Ton wird in Daniel als Töpferton bezeichnet. Das aramäische Wort steht für Erde, Schmutz oder Dreck. So zumindest deutet die Wuppertaler Studienbibel auf Seite 129. Christus hingegen, der Stein, ist hart und stark. Er ist nicht formbar wie Töpferton, so wie Christus auch zu Lebzeiten unbestechlich die Wahrheit Gottes verkündigt hat. Aber sein Volk, speziell das abgefallene Nordreich Israel, wird schwach und formbar und angepasst sein wie Töpferton. Es ist schwach und in alle Richtungen formbar, weil es keinen Glauben hat. Es passt sich zunächst dem falschen Propheten und anschließend dem Antichristen an. Es wird sich dem Antichristen hingeben und mit ihm in einen Bund gehen. Es wird das Mahlzeichen des Tiers annehmen. Der Offenmeier in der Wuppertaler Studienbibel, dass das Standbild Eisenzehen gehabt habe, die sich mit Tonzehen abwechseln, folge ich nicht. Auch wenn es materialtechnisch unverständlich sein mag, sagt Daniel deutlich, dass es Eisen mit Ton gemischt sei und dass beide nicht aneinander halten würden. Außerdem geht eine solche Abwechslung des Materials, wie von Meyer bei den Zehen vermutet, bei den Füßen nicht, wie Meyer das zu Beginn ja auch einschränkend erwähnt. Zudem erklärt Daniel die Vermischung von Eisen und Ton mit der Aussage, dass sie sich nach Menschengeblüt vermischen werden. Dazu später noch mehr. Hier soll uns die Erklärung Daniels bei der Vorstellung helfen, dass Eisen mit Ton gemischt sein werden, denn es handelt sich um Völkerschaften. Jetzt wird auch deutlich, warum in Daniel 2, Vers 41 und 42 steht, dass dieses Reich ein zerteiltes Reich sein und einerseits stark und andererseits schwach sein wird. Dass du aber gesehen hast, die Füße und Zehen, eines Teils Ton und eines Teils Eisen,
Das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird von des Eisens Art darin bleiben, wie du denn gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen eines Teils Eisen und eines Teils Ton sind, wird zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Dieses Bündnis zwischen Syrien und Israel ist ein zerteiltes Reich, weil die beiden Ethnien nicht zusammenpassen. Denn eine der beiden ist Gottes Volk. Das Reich wird zerteilt sein. Und es wird außerdem zu einem Teil stark sein, wegen dem Eisen des modernen Seleukidenreichs, also Syriens, und zu einem anderen Teil wird es schwach sein, weil dieser Teil aus dem von Gott abgefallenen Nordreich Israels besteht. Hierzu später noch mehr. Ist es nicht absolut erstaunlich, wie weit man kommt, wenn man die Rom-Theorie hinter sich lässt? Natürlich fällt es mir wahrscheinlich leichter, darüber zu sprechen, weil ich mich über diese Themen öffentlich relativ wenig bisher geäußert habe und in den letzten Jahren ohnehin nicht der Meinung gewesen bin, dass das mit der Rom-Theorie noch stimmt. Aber wir sehen jetzt, dass diese Abkehr von der Rom-Theorie und die Kenntnis darüber, dass sich Israel in der letzten Zeit teilen wird und das Nordreich vom Südreich getrennt wird, sogar zulässt, das Standbild jetzt bis ins kleinste Detail auszulegen und sogar zu verstehen, wofür der Ton steht. Die Erklärung für den Ton konnte man bisher nicht finden und deswegen hat man das auch nie weiter gedeutet oder ausgelegt, sondern das lediglich dabei belassen zu sagen, dass dieses letzte Endzeitreich, von dem man ja immer geglaubt hat, dass das Rom sei, in irgendeiner Weise geschwächt gewesen ist. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass Israel in der letzten Zeit geteilt wird, dass das Nordreich mit Syrien in den Bund geht und dass Syrien für Eisen steht und Israel für Ton, dann versteht man, warum Gott dem Nebukadnezar und auch Daniel gezeigt hat, dass diese Füße und die zehn Zehen dieses Standbildes gemischt sind aus Eisen und aus Ton. Ich empfinde das als eine sehr erstaunliche Sache, ein sehr erstaunliches Ergebnis. Und noch mehr wundere ich mich eigentlich darüber, dass diese Bibelstellen sich so deutlich gegenseitig plausibilisieren und erklären und auch bestätigen. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Es geht noch weiter und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Freue mich, dass Sie das Thema überhaupt interessiert und lade auch ein, die folgenden Folgen anzuschauen. Das wird noch spannend, denn wir gehen jetzt noch mal in Richtung Griechenland und schauen noch mal, wo die Griechen im Alten Testament zu finden sind und in welchem Zusammenhang. Und wir kommen auch noch mal auf das Standbild Daniels zurück, aber dazu später. Viel Spaß und Gewinn bei den kommenden Folgen.